Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und für den kleinen Raymond beginnt der Tag eigentlich schon relativ früh, denn er ist sehr aufgeregt, weil heute das Winterfest startet. Und ich würde sagen, wir werden jetzt hier einfach mal schauen, was der kleine Raymond jetzt hier noch braucht an seinen Abzeichen. Und dann können wir natürlich auch noch gleich das Wissenschaftsabzeichen abholen. Okay, tatsächlich brauchen wir jetzt auch nur noch das Wissenschaftszeichen. Und somit haben wir das dann auch abgeschlossen. Und wir wurden jetzt einfach befördert. Und er ist jetzt Drama-Lama-Pfadfinder. Er hat die Gold-Pfadfinder-Trophäe erhalten, er hat das Experten-Pfadfinder-Outfit und Merkmal Pfadfinder-Eignung. Das schauen wir uns einfach mal an, denn das haben wir so noch nicht gesehen, oder ich zumindest. Vorhandene Pfadfinder-Fähigkeiten machen den Erwerb weiterer Fähigkeiten ein wenig leichter. Das ist doch schön. Und ich bin auch froh, dass wir das einmal, ja, hinbekommen haben. Und die beiden unterhalten sich jetzt hier erst einmal. Und ich würde doch ganz einfach mal ganz frech behaupten, dass der gute Araf hier jetzt einfach mal hingeht und dann ein wenig Essen serviert. Und der kleine Raymond kann vielleicht hier noch gerade so ein bisschen die Teller aufräumen. Und jetzt liegt die liebe Mel hier auf ihrem Bett und denkt über das Leben einmal nach, dass sie eigentlich sehr, sehr glücklich ist. Wir werden sie jetzt einmal in die Dusche schicken und dann werden wir einmal die Windel von der kleinen Lady wechseln. Und ich habe vorhin im Kalender geschaut und morgen wird die kleine Lady einfach, ja, schon zum Kind. Das ging so schnell. Ich weiß auch gar nicht, ob wir... Okay, wir haben das Ereignis noch nicht geplant, weil das noch nicht funktioniert hat. Wir müssen jetzt einmal hier schauen. Dann werde ich jetzt hier einmal schnell alles einstellen und werde natürlich dann auch die Familie einladen. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach in den Wüstenblütenpark und werden dann jetzt hier auch eine Uhrzeit auswählen. Ich denke mal, dass 12 Uhr eigentlich ja ganz gut geeignet dafür ist. Und dann werden wir das eben im nächsten Teil stattfinden lassen. Da die Sims ja sowieso Ferien haben, ist das jetzt eigentlich nicht so tragisch. Wir müssen halt nur schauen, wie Araf morgen arbeiten muss, weil der hat ja keine Ferien. Okay, er muss von 8 bis 15 Uhr arbeiten, da muss er sich halt morgen frei nehmen. Die beiden haben sich jetzt hier schon was zu essen geholt, dann würde ich sagen, Mel geht es eigentlich auch noch relativ gut, dass Mel gleich Lady ein wenig füttern wird. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt hier machen. Jetzt haben wir hier die Mitteilung, dass sich eine neue Familiendynamik zwischen Mel und Lady anbahnt. Einige Autoritätspersonen lassen jüngere Sims zu viel durchgehen. Wenn man die Beziehung von Mel und Lady betrachtet, scheint dies definitiv der Fall zu sein. Denn Hausregeln dienen als Leitlinien, stimmt's? Wenn Haushaltsmitglieder die Familiendynamik tolerant besitzen, überschüttet der ältere Sim den jüngeren Sim häufiger mit Zuwendungen und Komplimenten und ist häufiger nachsichtig, wenn sich der jüngere Sim schlecht benimmt. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt hier erst einmal an, weil ich finde, das ist jetzt auch nichts Schlechtes. Dann werden wir jetzt hier definitiv noch die Windel von Lady wechseln. Ich habe Mel auch ein paar neue Outfits gegeben, weil ich konnte die alten ehrlich gesagt nicht mehr wirklich an ihr sehen. Aber ich finde, grün steht ihr auch so gut. Und jetzt müssen wir einmal schauen, okay, Lady wird jetzt erstmal was essen. Aber warte, Lady, damit du jetzt nicht runterrennen musst, werde ich jetzt einfach das Essen zu dir hochplatzieren. So, und dann kannst du es dir nämlich hier holen. Dann hast du es nämlich nicht so weit. Und dann kann Mel dich einmal gleich ein wenig frisch machen. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was Araf macht. Er übt jetzt hier fleißig an seinem Kreuzstich. Und dann denke ich mal, kannst du auch hier das Ganze an einen Sammler mal verkaufen. Und dann schauen wir mal, wie es deinem Garten geht. Wir hatten Araf ja im letzten Teil auch hier dieses Gartenhäuschen angelegt. Und ich sehe gerade, dass Araf hier einiges weiterentwickeln kann. Das machen wir dann auch einmal für ihn. Und das müssen wir ja sowieso wir machen. Aber ich sehe gerade, dass er hier das Ganze noch bestimmen muss. Und dann kann er hier das einmal pflanzen. Wir müssen hier aktuell nichts gießen. Aber ich denke mal, er kann hier einfach mal alles verkaufen. Denn wir haben hier noch sehr viel in unserem Inventar drin. Und dann schauen wir auch mal parallel, wie es seiner Arbeit geht. Okay, Pflanzen abernten. Tagesaufgabe hat er noch nicht gemacht, aber das wird er jetzt gleich machen. Ich bin mal gespannt, wie er die Morschel oder was er da jetzt hat, einmal bestimmt. Okay, er isst sie durch sein Ohr. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und mal schauen, wie es ihm jetzt geht, ob er das bestimmen konnte. Araf hat keine Ahnung, was für eine Pflanze das ist. Verbessere die Kräuterkundefähigkeit, um Pflanzen besser zu bestimmen. Lieber Araf, vielleicht hättest du dir die Pflanze nicht in dein Ohr stecken sollen, sondern lieber in den Mund, denn dann hättest du es vielleicht besser bestimmen können. Steck eine Muschel in dein Ohr. Vielleicht hat er das gedacht und hat deswegen so versucht, ja, das Ganze so zu bestimmen. So, dann kümmere du dich bitte einmal um deine Bedürfnisse. Und dann, was hat sie jetzt? Warum geht sie jetzt
Okay. Sie geht jetzt zu Mel, um die Winde zu benutzen. Mel redet gerade hier oben mit dem kleinen Raymond. Und auch sie muss ganz dringend auf Toilette. Dann geh du bitte einmal auf Toilette, liebe Mel. Und dann kannst du Lady bitte einmal die Windel wechseln. In der Zwischenzeit schauen wir dann auch mal, was der kleine Raymond macht. Ihm geht's eigentlich sehr gut. Und ich würde sagen, dass er jetzt hier auch mal ein wenig weiter an seinen Fähigkeiten arbeitet. Er kann jetzt hier ja mal etwas zeichnen. Und in der Zwischenzeit gehen wir einmal ganz kurz in den Baumodus. Denn der kleine Raymond wünscht sich auch, ja, Fahrradfahren zu lernen. Und wir werden ihm jetzt einfach mal ein Fahrrad kaufen. Jetzt müssen wir halt nur schauen, ob das die richtige Größe ist. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Und ich würde sagen, das Grüne sieht doch schon sehr schick aus. Wir werden natürlich versuchen, das ihm dann später zu schenken. Und wir werden dann jetzt hier auch noch eine Kleinigkeit für die kleine Lady raussuchen. Und ich würde doch einfach mal ganz dreist behaupten, wir kaufen ihr auch ein Fahrrad. Da sie im nächsten Teil ja schon zum Kind wird, sagen wir einfach, dass es ein Fahrrad für große Kinder ist. Und da sie ja schließlich morgen zum großen Kind wird, ist das jetzt in dem Fall so, dass sie halt erst morgen was damit anfangen kann. Aber das ist ja noch nicht so schlimm. Wir werden das dann jetzt einmal hier versuchen, im Inventar zu platzieren. Natürlich am besten bei Mel oder bei dem guten Araf. Und dann werden wir ihnen die Sachen versuchen zu schenken. Also entweder über diese Aktion, und wenn das nicht funktioniert, werden wir es ihm halt so schenken. Jetzt ruft Ivy an. Hallo Mel, hast du vielleicht Lust vorbeizukommen und dir das Kätzchen anzusehen, was ich adoptiert habe? Ist das nicht süß? Und ich würde sagen, da wir heute Winterfest haben und da wir ja wissen, ja, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ja Ivy eventuell von uns geht, werden wir natürlich mitgehen und wir werden natürlich die ganze Familie mitnehmen. Und wir werden jetzt einfach mal ganz dreist sein und werden dann jetzt einfach Weihnachten hier auf diesem Grundstück verbringen. Ich weiß leider nicht mehr, ob wir hier den Weihnachtsbaum haben, weil wenn nicht, dann werden wir jetzt einfach mal ganz dreist sein und werden ganz kurz in den Baumodus reingehen. Falls ihr euch fragt, wie das geht, einfach auf diesem Grundstück die Cheatleiste öffnen und dann Baby in Neighbor Free Build eingeben. Und schon könnt ihr in den Baumodus rein und dann praktisch die Sachen ändern, die ihr auch eben ändern wollt. So, das haben wir einmal erfolgreich erledigt. Und dann kann Araf sich schon mal daran machen, einmal vielleicht ein Abendmahl zu kochen, also ein Festmahl kochen. Da machen wir dann einmal ein Truthahn. Und da wir ja eine ziemlich große Familie sind, werde ich, denke ich mal, zwei Truthähne kochen. Hört sich irgendwie immer so komisch an, wenn man das so sagt. Nun, wer ist das? Ach ja, das ist ja das Kind von Markus und Charlotte. Die haben ja im letzten oder im vorletzten Teil auch ein Baby adoptiert, oder was heißt ein Baby, ein Kleinkind. Das ist nämlich die kleine Jacqueline. Das hatte ich ja total vergessen. Und dann schauen wir mal, was der kleine Raymond macht. Er steht einfach hier vor der Tür. Und hier ist doch das Kätzchen, oder? Kira. Kira heißt die Süße. Und dann werden wir uns jetzt hier erst einmal ganz vorsichtig der kleinen Kira vorstellen. Und mal schauen, ja, was sie so sagt. Oder ob sie uns leiden kann. Wir haben Bekanntschaft geschlossen. Dann werden wir jetzt hier einmal mit dem Laserpointer spielen und sie streicheln. Und dann können wir natürlich ihr auch ein Leckerchen geben. Okay, ich glaube, sie möchte nichts mehr mit uns zu tun haben. Aber nicht so schlimm. Was machst du jetzt hier mit Araf? Du könntest ja theoretisch auch einmal mitkochen. Okay, jetzt kommt Ella. Ist das Ella? Nee, es ist Henrietta und sagt, hör auf, das dulden wir hier nicht. Ist jetzt nicht ganz so tragisch. Dann macht Mel eben das Essen einmal weiter. Okay, funktioniert nicht. Dann werden wir jetzt hier einfach, ja, eine Auswahl servieren. Und da wir ja eigentlich schon Mittag haben, werden wir jetzt hier einfach mal alle zum Essen rufen. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn dieser Teil jetzt etwas länger ist. Aber ich würde gerne hier in diesem Teil ja Weihnachten abschließen, damit wir halt im nächsten Teil ja uns gebührend um den Geburtstag von der kleinen Lady kümmern können. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf, einmal hier ein paar Geschenke unter dem Baum zu legen. Natürlich so ganz still und heimlich, damit es halt auch keiner sieht. Und auch Araf kann dann jetzt hier ein paar Geschenke unter dem Baum legen. Und dann werden wir jetzt hier einmal den Baum dekorieren. Und zwar machen wir einmal die Baumdecke und wählen jetzt hier einfach alle Sims aus, die eben hier mitkommen wollen. Okay, wir können leider nur hier diese Sims auswählen, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden es trotzdem einmal gemeinsam machen und sagen dann einfach, dass es die ganze Familie war. Die anderen haben dann vielleicht halt sich eher um das Essen gekümmert und die anderen, ja, haben dann jetzt hier erst einmal den Baum geschmückt.
Aber ich finde es so schön, dass es hier diese Möglichkeit gibt, dass wir hier gemeinsam jetzt den Baum schmücken können. Und Ella hat jetzt einfach hier erst einmal ein paar Liegestützen gemacht. So, dann möchten wir uns natürlich noch hier mit unserer Mama unterhalten und geben jetzt ihr erstmal hier einen Familienrat. Und dann kann der kleine Raymond ja hier nochmal den Baum dekorieren, und zwar die Girlande. Und das gibt es jetzt einmal in Blau. Und dann werden wir jetzt hier einmal die anderen Sims noch mit hinzunehmen, weil Merle und die liebe Ivy unterhalten sich ja hier erst einmal. Und dann werden wir uns natürlich auch einmal Kira freundlich vorstellen. Und er bekommt jetzt einfach ein Geschenk von seiner Tante, von Henrietta. Was hat er denn bekommen? Hoffentlich bekommen wir da auch eine Benachrichtigung. Oh, wir haben den kleinen Hopper bekommen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie eine Statue ist. Und währenddessen, die jetzt hier alle so arbeiten, kann Mel sich ja vielleicht nochmal da dran machen und hier einmal versuchen, ein Festmahl zu kochen. Und so sieht unser Weihnachtsbaum aus. Ist der nicht schön? Und in der Zwischenzeit kann der gute Araf dann jetzt hier einmal noch die Spitze dekorieren. Denn da können wir leider mit Raymond nicht mithelfen. Aber ich finde, das sollte dann doch schon noch gemacht sein. Und da ist fertig in Frost. Oh, und er legt auch einfach Geschenke drunter. Und wir werden uns jetzt hier einmal lustig vorstellen bei dem lieben Clemens. Und werden natürlich hier einmal nach dem Geschenk fragen. Wir können ihm ja auch ein Geschenk geben. Und zwar geben wir ihm einmal hier ihm eine Herbstbastelei. Und werden dann hier natürlich nach dem Geschenk fragen. So, alle haben jetzt ihr Winter Tagesgeschäft vom lieben Clemens erhalten, also von Väterchen Frost. Mel wird jetzt hier einmal alle zum Essen rufen, denn das Winterfest ist dann auch schon fast leider vorbei und wir müssen ja dann schließlich auch noch gleich den Geschenkeberg öffnen. Und jetzt macht sich die gesamte Familie White Meshram auf, ja, zu diesem wunderschönen Weihnachtsbaum und fängt nun an, die Geschenke zu öffnen. Und ich würde sagen, so glücklich, wie die Familie jetzt hier um den Weihnachtsbaum steht, lassen wir die Familie auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann definitiv den Geburtstag von der kleinen Lady feiern. Wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!